Ja, herzlich willkommen zurück, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich hoffe, Sie hatten eine inspirierende und leckere Mittagspause. Kommen wir nun zu unserem nächsten Impulsgeber. Friedrich von Borries ist Architekt und Professor für Designtheorie und kuratorische Praxis an der Hochschule für Bildende Künste hier in Hamburg. Er studierte Architektur in Berlin, Brüssel und Karlsruhe, wo er 2004 promoviert wurde. Er lehrte in Berlin und an der Stiftung Bauhaus Dessau, war Gastwissenschaftler an der ETH Zürich und am MIT in Cambridge. Im Mittelpunkt seiner Arbeit steht das Verhältnis von Gestaltung und gesellschaftlicher Entwicklung. Er setzt sich forschend und entwerfend mit politischen Fragen der Gegenwart auseinander. Freuen Sie sich mit mir auf Strategien für die Stadt als offenen Möglichkeitsraum, was sich dahinter verbirgt, und auf Herrn von Borries. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung. Es ist immer schwierig zu sprechen, nachdem man gerade so gut gegessen hat, noch eine zweite Portion verkraften würde und vielleicht auch ein bisschen müde ist. Ich möchte Ihnen als Architekt ein paar Strategien vorstellen, wie andere Kollegen zum Teil hier in Hamburg, zum Teil in anderen Städten versuchen, die Stadt als Möglichkeitsraum zu denken. Und vorher möchte ich mit Ihnen kurz drüber nachdenken, was dieser Möglichkeitsraum denn sein kann. Wenn wir über Stadt reden, es gibt ja sehr viele, sehr viele unterschiedliche Städte. Ich glaube, wenn wir hier in Deutschland von Stadt reden, meinen wir meistens die europäische Stadt, die über Jahrhunderte gewachsen ist. Also das, was ich Ihnen gleich erzähle, lässt sich jetzt nicht eins zu eins übertragen auf die neuen Städte, die in China entstehen, oder die neuen Großstädte, die in Afrika oder in anderen asiatischen Ländern entstehen. Die europäische Stadt, wie wir sie kennen, zeichnet sich eigentlich dadurch aus, dass sie sich entwickelt hat zu etwas, was ein Ideal von Heterogenität hat. Das heißt, die europäische Stadt ist trotz ihrer Einheitlichkeit in der städtebaulichen Struktur ein Ort, wo unterschiedliche Menschen zusammenkommen und in ihrer Unterschiedlichkeit leben. Das war immer der Gegensatz zum Dorf, die dörfliche Gemeinschaft, jeder kennt jeden, soziale Kontrolle etc. Dazu das Gegenbild der Stadt, deren Anonymität ermöglicht, dass man auch andere Seiten von sich ausleben kann, dass man eine andere Freiheit haben kann. Wenn man sich in die sozialen Bewegungen anschaut, wie zum Beispiel die Emanzipationsbewegung von Homosexuellen, ist ohne Stadt nicht denkbar, wo man einen Teil seiner Persönlichkeit, solange das öffentlich noch nicht sozusagen respektiert und akzeptiert wurde, ausleben konnte in dieser Anonymität der Stadt und eine Freiheit, eine Möglichkeit von Leben hatte, die man in diesen engeren dörflichen Gemeinschaften nicht haben könnte. Nun stehen wir heute vor einem Punkt, wo zumindest manchen, zum Glück noch nicht allen, aber zumindest manchen diese Anonymität und Heterogenität der Stadt eine Spannung erreicht zu haben scheint, das ist gefährlich. Erscheint und man mehr Sicherheit braucht, mehr Einengung, mehr Kontrolle, um eben diese Anonymität einzuschränken. Und damit steht natürlich auch in Frage, welche Form von Freiheit möglich ist. Insofern ist dieses Modell der europäischen Stadt, wie wir es sehr lange gelebt haben, derzeit auch ein Stück weit zur Disposition. Und Sie hören, glaube ich, an dem, wie ich darüber spreche, dass ich nach wie vor ein Verfechter der Idee der europäischen Stadt bin. Was sind diese Herausforderungen der Zukunft, denen wir als aus architektonisch-städtebaulicher Sicht gegenüberstehen? Das ist natürlich zum einen Demografie und Migration. Ich nehme es immer zusammen, weil man noch nicht so ganz genau weiß, wohin die Stadt sich oder die europäische Gesellschaft entwickelt. Demografisch, Schrumpfung, Überalterung versus Migration und andere Entwicklungen, das wird die Politik der nächsten Jahre zeigen. Das andere große Thema, was alle in der Stadtentwicklung befasst, ist natürlich Mobilität. Wie bewegen wir uns in Stadt und durch Stadt? Sondern diese autogerechte Stadt, die sich ja auf Stadt draufgelegt hat, steht ja zum Glück auch zur Disposition und wird vielleicht anders
anders entwickelt. Klimawandel, wie vermeiden wir Klimawandel und wie passen wir uns an den Klimawandel an, sind auch große Fragen der Gegenwart und natürlich die Frage nach der Sicherheit. Ich habe das eben angedeutet. Kann man Sicherheit herstellen? Wie tut man das? In welchem Maß verhält sich das zu dem, was wir als Freiheit verstehen? Was diese Herangehensweise, die übliche ist, aber ganz eigen ist, ist, dass sie eine sehr funktionalistische Denkweise hat. Ja? Die Sachen werden auch oft getrennt voneinander diskutiert und wenn wir dann über Klimaanpassung und Vermeidung sprechen, geht es gleich in Grünraumkonzepte. Wenn es über Überalterung und Demografie geht, ist meistens eine andere Verwaltungseinheit zuständig. Also es ist ein Runterbrechen in sozusagen funktionale Probleme, die man als Probleme lösen kann. So denkt man, was aber bislang ja in sehr vielen Bereichen scheitert. Und was so ein bisschen fehlt, ist eine politische Denkweise. Ich habe das jetzt hier bewusst als Gegensatz formuliert und was ich im Zusammenhang mit Stadt an dem Begriff der politischen Denkweise spannend finde, ist, dass es ja eine gemeinsame Wurzel gibt. Politik, die Polis, das politische Gemeinwesen ist auch die Stadt. Ich glaube, dass Stadt genau der Ort ist, an dem sich moderne Gesellschaft formiert. Sie haben vorhin ja sehr eindrücklich auch über Europa gesprochen und dass wir das nicht so ganz erleben. Stadt kann ich leben, das kriege ich hin. Europa leben und gleichzeitig an vielen Orten in Europa sein und überall Freundschaften pflegen, kriege ich nicht so ganz hin. In diesem Sinne ist, glaube ich, sozusagen die Stadt der Ort, wo, weil unterschiedliche Menschen zusammenkommen mit unterschiedlichen Lebensstilen, mit unterschiedlichen sozialen Herkünften, mit unterschiedlichen kulturellen, religiösen Prägungen etc. und dort zusammenleben. Insofern ist die Stadt heute wieder Polis im eigentlich ursprünglichen Sinne, in der sich die politischen Fragen der Zukunft entscheiden. Und die spannende Frage ist also, was ist das heutige Bild einer Stadt, wenn wir nicht in diesen funktionalen Termini denken, die ich Ihnen vorhin vorgestellt habe, die ein Ausdruck unseres gesellschaftlichen Selbstverständnisses ist. Also wo wir sagen, so wollen wir leben. Wenn wir auf Mobilität gucken, uns nicht fragen, wie kriege ich am besten den Autoverkehr geregelt, wie kriege ich das mit den Fahrradfahrern hin, wie mit den Fußgängern etc., sondern überlegen, was drückt es eigentlich für ein gesellschaftliches Selbstverständnis aus und nicht nur, wie funktioniert es praktisch konkret. Und dazu würde ich Ihnen gerne verschiedene Beispiele zeigen, wo bei denen Architekten und Planer versuchen, diesen Raum als Raum von unterschiedlichen Möglichkeiten zu denken. Ich fange an mit einem Mobilitätsraum, ein durchaus schon bekanntes Konzept, was aber aus Angst viel zu wenig umgesetzt ist. Hier ein Bild aus Salzburg, Shared Space, die Überlegung, wir verabschieden uns von dem Bild Straße, Bürgersteig, diese Hyperfunktionalisierung, die jetzt diskutiert wird, noch Fahrradweg, geschützter Fahrradweg, Radschnellweg, Fahrrad-Express-Highway. Das sind ja die Sachen, die gerade diskutiert werden, ja, aus dieser funktionalistischen Denkweise. Und dem gegenüber stehen Ansätze, die sagen, wir machen Shared Space. Nicht mal mehr die Bürgersteigschwelle. Und man passt gegenseitig auf. Und man fährt mit dem Auto dann halt nur 25 oder 30, aber ohne Schild, weil man merkt, es geht gar nicht anders. Da gibt es auch kein Rechts vor Links mehr. Ja, sondern es ist ein gegenseitiges Aufeinanderachten, Rücksicht nehmen etc. Ist in einigen Städten umgesetzt, funktioniert ganz gut, bislang in begrenzten Plätzen. Es gibt keine Umsetzungen in langen Straßenzügen, soweit sind wir noch nicht. Aber es ist, finde ich, ein schöner Ausdruck für diese Frage, die ich Ihnen eben gestellt habe. Wie drücken wir aus, wie wir zusammenleben wollen? Wir wollen ja nicht zack, 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 zack separiert leben. Ja? Hedonistische Mittelstrich und da grünalternative Hedonisten oder was auch immer, sondern wir wollen ja zusammenleben. Und genauso wollen wir uns auch zusammen durch die Stadt bewegen. Freiräume finde ich ein ganz toller Begriff. Alles, was nicht bebaut ist, nennt man in der Stadt Freiraum. Ist es meistens nicht. Ja? Es gibt so ein Planzeichen, Freiraum.
Wie kann man diese Freiräume denken? Hierzu auch ein Beispiel. Aus Berlin gibt es auch natürlich in anderen Städten diese unter dem großen Begriff Urban Gardening. Hier in Berlin war das eine Brache, ein nicht bebautes Grundstück, was planungsrechtlich nicht bebaut werden durfte in Kreuzberg, weil dort noch ein Autobahnkreuz planungsrechtlich vorgesehen war, sehr lange. Aus der Autobahnplanung der 60er Jahre. Planung ist zum Glück manchmal langsam. Deshalb durfte das nicht bebaut werden. Und dann hat eine Gruppe von jungen Kreuzbergern dort so ein Urban Gardening-Projekt entwickelt, was inzwischen ein Lernort ist, wo Leute Kompetenz auch unterschiedlich erfahren. Die beiden Gründer erzählen oft, ich weiß nicht, ob es stimmt oder ob es eine Überhöhung ist, aber es ist trotzdem eine schöne Geschichte, ein Historiker und ein Filmemacher. Wir haben das Gärtnern von alten russischen und türkischen Frauen aus dem Kiez gelernt, weil wir konnten das gar nicht. Ja? Wo plötzlich also andere Kompetenzebenen erlebt werden und diese jungen, weißen Mittelschichtsmänner studiert etc., alte migrantische Frauen als Kompetenzträger für sich erleben. Und das setzt sich dort in dem Gefüge, wie dort zusammen agiert wird, fort. Ich husche da so ein bisschen durch. Ich hoffe, Sie sehen mir das nach. Gegenüber dem Freiraum dann natürlich der umbaute Raum, der gebaute Raum, die Architektur. Und auch da würde ich Ihnen drei Beispiele zeigen, vier, in denen sich, glaube ich, eine andere Vorstellung von Zusammenleben ausdrückt. Das ist das Conti-Vinci-Rasthaus aus Wien. Mir geht es gar nicht so um die Architektur, die finde ich, na, man sieht es ja, die sieht so aus, wie sie ist. Es ist ein sanierter Altbau. Das Tolle an diesem Gebäude ist, es ist ein Hybrid aus Studentenwohnheim und Obdachlosenunterkunft. Es sind Dreier-WGs, wo immer entweder zwei Studenten oder zwei Obdachlose, also immer ein Student, zwei Obdachlose oder zwei Obdachlose und ein Student, / Studentin zusammenleben. Unten ist ein Café drin, das ist teilweise auch Arbeitsmöglichkeit, es gibt auch Werkstätten etc. Also ein Wohnhybrid, wo junge Menschen, die privilegiert sind, weil sie studieren dürfen, mit einer anderen sozialen Realität zusammenkommen, die oft nicht ihrer sozialen Herkunft entspricht, was Neues lernen etc. pp. Ich glaube, Sie können sich vorstellen, was ich an diesem Projekt spannend finde. Ein zweites Projekt hier aus Hamburg, ich zeige nur ein Rendering, weil es ein Stück weit gescheitert ist, ist hier im Rahmen der Internationalen Bauausstellung entstanden, aber die Kernidee ist ganz schön. Die Architekten von Bell wollten ein Gebäude bauen, was nur die Grundstruktur ist und die zukünftigen Bewohner können das relativ billig erwerben, weil sie dann den weiteren Ausbau vornehmen. Ich habe Ihnen jetzt kein Bild reingepackt, wie es jetzt aussieht. Sie können es nachher googeln oder sich im IBA-Gelände angucken. Die Bewohner haben alle gesagt, wir haben doch jetzt ein Architektenhaus gekauft. Wir wollen, dass das auch so aussieht. Und dann haben die Architekten so verschiedene Fassaden geplant, die dann ausgesucht werden konnten. Insofern sieht es ein bisschen wilder aus als ein normales Haus, aber nicht sozusagen die volle Breite der individuellen Entfaltungskraft. Aber die Idee, dass wir vielleicht Gebäude so denken, dass wir Infrastrukturen zur Verfügung stellen, und die Ausformulierung dann vielleicht den einzelnen Akteuren überlassen, finde ich daran sehr schön, einen sehr schönen Ausdruck einer Frage, wie wir eigentlich zusammenleben wollen. Ein ganz tolles Projekt aus Zürich, Kalkbreite, eine Genossenschaft, ich glaube vor 4 Jahren fertig geworden. Ich finde es nicht toll wegen dieses Innenhofes, der noch weiter wachsen muss. Ich finde es auch nicht toll wegen der begehbaren Dachterrasse. Das sind alles schöne Sachen, sondern ich finde es aus einem anderen Grund toll, den Sie der Architektur erstmal so nicht ansehen. In dieser Genossenschaft gibt es Wohnungen mit 70 Zimmern, es gibt Wohnungen mit 20 Zimmern, es gibt Single-Wohnungen, die sich um einen gemeinsamen Küchenblock herumdrehen, es gibt 2- und 3-Zimmer-Wohnungen. Es ist also von der Groß-WG bis zur Kleinfamilie bis zur Großfamilie für alle gesorgt. Durchsetzt ist das Ganze mit sogenannten Joker-Zimmern. Für den Opa, der zu Besuch kommt, für das Arbeitszimmer, das ich gerade brauche, wie auch immer. Die durchschnittliche Wohnungsgröße in der Schweiz ist durchschnittlich pro Person 38 Quadratmeter, ist hier auf 32 runtergefahren, um diese Zusatzräume gemeinschaftlich finanzieren zu können. Und es gibt das Commitment, wenn eine Familie da zum Beispiel einzieht und dann führt das Leben oder der demografische Wandel dazu, dass die Familiengröße kleiner wird, dass sie in dem Haus in andere Räume ziehen. Das heißt, eine stärkere Flexibilität der Lebensstile, die zusammenwohnen und auch wie ich dieses,
diesen Besitz oder so eine Genossenschaft, also eine andere Eigentumsform, aber ein Stück weit ja doch mit einer Eigentumsidentifikation, auf wie ich den, wann ich auf den in welcher Form wie zugreife. Ein ganz, ganz tolles Modell. Auch hier gibt es natürlich Schwächen. Wenn man sich das heute besucht, dann sieht man, dass inzwischen bei manchen Treppen so Absperrungen sind, weil die vielen begeisterten Architekturstudenten, die sich das angucken, dann doch ein bisschen zu sehr in Privatbereiche vordringen etc. Das ist aber normal. Aber als Grundidee eines genossenschaftlichen innerstädtischen Wohnens, deshalb auch autofrei, keine Parkplätze, weil es mitten in der Stadt liegt, ist ganz toll und geht natürlich nur, wenn man eine kommunale Baulandpolitik verfolgt, die sagt, wir geben das Bauland nicht nur an den, der mir den besten Preis gibt, sondern der auch ein für uns als Stadt relevantes inhaltliches Konzept hat und dann vielleicht nicht so viel pro Quadratmeter bezahlen kann, ist hier auch nur 90 Jahre Erbpacht. Auch das ganz wichtiges Steuerungsinstrument für Städte übrigens, um Möglichkeitsräume zu erhalten, dass nach einer Zeit X das Land wieder zurück an die Stadt fällt und neu vergeben werden kann. Vielleicht noch eine kleine Bemerkung, weil Kunst mir immer wichtig ist. Ihnen war es hier auch wichtig, dass es Kunst am Bau gibt. Und der Künstler, Hamburger Künstler Christoph Faulhaber, der das Projekt gewonnen hat, hat die Kunst am Bau auch im Sinne des Möglichkeitsdenkens so interpretiert. Er hat gesagt, ihr seid Schweizer, wir nehmen euer Kunst am Baugeld in einen Fonds. Ich bekomme die Rendite 12 Jahre lang. Dafür bekommt ihr jedes Jahr ein Zwölftel meiner jährlichen Kunstproduktion. Die könnt ihr unter den Bewohnern verteilen. Und in 12 Jahren schreibt ihr das in den Wettbewerb neu auf. Und ihr habt dann nicht das Geld jetzt verbraten für alle Zeit. Und irgendwelche Leute wundern sich in 20 Jahren, was ist denn das für Kunst da? Wer hat denn sich das ausgedacht? Sondern ihr könnt es neu machen. Und neue Künstler können dann neue Arbeiten verwirklichen. Das als letztes architektonisches Beispiel aus Südamerika, Alejandro Avarena Elemental. Auch eine Grundstruktur, die ist gebaut. Und dann konnten, sollten, dürfen und tun offenkundig die Bewohner das dann, so wie sie es brauchen können und finanzieren können, ausfüllen. Und auch das ist eine Lösung aus dieser oft beklagten Sterilität von zeitgenössischer Architektur, wo alles fertig ist. Ja, ich glaube, wir lieben alte Architektur nicht so unbedingt, weil das hier einen Erker und da einen Giebel und da einen Backstein hat, sondern weil es eine Geschichte hat, weil es sich entwickelt, weil es sich verändert hat. Und die zeitgenössische Architektur ist immer so überdefiniert, da kann man nichts dran ändern. Das ist ein schönes Beispiel für sozialen Wohnungsbau, der sich ändern kann. Noch ein letztes Beispiel. Wie lange habe ich denn noch, Frau Klaus? Habe ich noch? 5 Minuten. Noch ein letztes Beispiel zu dem einen Punkt, der ja auch angesprochen wurde, Planungsmethoden, Partizipation, Beteiligung sieht in Deutschland in der Welt des Bauens meistens so aus, dass geplant wird, beauftragt wird, dann erfolgt die Planauslage und dann kann man Einspruch erheben. Das ist eine total positive Lebenshaltung, ja, zu sagen, Einspruch, verschattet mein Grundstück, finde ich nicht gut, etc., ist ein bestimmter Charaktertyp, den man damit anspricht. Einen bestimmten spricht man nicht an. Findet auch an Orten statt, diese Planauslage, die bestimmte Menschen kennen, andere Menschen nicht. Und wenn es mal ein bisschen innovativer ist und es gibt vorher Anhörungen und so, sind die auch oft zu Uhrzeiten, die für manche Menschen funktionieren und für andere nicht. Und in Hamburg gibt es ein sehr, sehr spannendes Bauprojekt, das ich kurz skizziere, das es ganz anders gedacht hat. Esso-Häuser, St. Pauli, Abrissfrage, bla bla bla, ist natürlich auch so ein Gebiet, wo man Angst vor einer anderen Form von Protest hat. Und dort kam dann der Bauträger und die Stadt und die lokalen Initiativen, die sich ja eh schon dagegen gegründet hatten, zu der Idee, dass sie Planung mal andersrum denken. Und erst so etwas machen wie Wunschproduktion. Das ist ein Terminus, den die Planbude, die das leitet, geprägt hat. Wunschproduktion, erst die Bewohner, die Anwohner, die Anlieger, die Umwohner, die Interessierten zu befragen, was wünscht ihr euch eigentlich? Und dazu, wie man hier auch sieht, die nicht einzuladen an den Raum XYZ, ja, Raum 301 im Stadtplanungsamt, sondern zu denen zu gehen mit verschiedenen Tools. Hier ein umgebauter Einkaufswagen, wo die Leute Ideen zeichnen konnten. Sie hatten einen Container direkt an der Baustelle stehen. Sie sind in Bars und Kneipen und Clubs gegangen. Sie sind in Kindergarten gegangen, sie sind in Schule gegangen. Das heißt, sie sind dahin gegangen, wo die Menschen sind und haben nicht gesagt, wir beteiligen euch jetzt mal, kommt mal bitte.
sondern sind zu ihnen hingegangen und haben daraus ein Set an Wünschen entwickelt, bei dem sie auch gesagt haben, wir lassen die Heterogenität zu. Denn das Problem von Partizipation ist ja oft, dass das so erwartbar und so langweilig ist, was dabei rauskommt, weil es der Konsens ist und der kleinste gemeinsame Nenner und man sich selten traut zu sagen, wir lassen diese Widersprüche zu. Und in diesem Beteiligungsverfahren haben die gesagt, jetzt lasst uns doch diese ganzen Widersprüche nehmen und auch das Konfliktpotenzial, was offenkundig ist, und daran jetzt die Experten, die Architekten und Planer das als Planungsgrundlage nehmen. Und nicht dieses negative Einspruch, ich bin dagegen, sondern hier sind die Wünsche. Das ist das, was die Menschen hier wollen. Jetzt entwickelt was. Das wird jetzt demnächst auch gebaut und das spannt sich von Kletterwand, Dachgarten, kleinteilige Geschäftseinheiten im Erdgeschoss und nicht sozusagen große Ankermieter hin zu öffentlich nutzbaren Räumen, hin zu Fragen, wie lang ist die Sozialwohnungsbindung etc. Ich zeige Ihnen jetzt bewusst kein Bild, wie es aussieht, weil es mir darum nicht geht. Das ist am Ende auch ein Stück weit eine Geschmacksfrage, sondern es geht um den anderen Prozess, in dem deutlich wird, dass es nicht um das Abholen von Negativenergien geht, sondern um sozusagen die positive Energie, die Möglichkeiten zu eröffnen, statt das Gegenteil, was sonst passiert, dass man immer in diesem Verhinderungsmodus kommt. Ja, das war mein kurzer Reise in ein paar Beispiele in die Stadt der Gegenwart und deren Eigenschaften der Stadt als Möglichkeitsraum. Zusammenfassend, diese Stadt als Möglichkeitsraum ist nicht hyperfunktional. Das ist der entscheidende Gegensatz zu dem, was wir im Moment eigentlich in sehr vielen gesellschaftlichen Bereichen erleben, sozusagen diese Hyperfunktionalisierung, sondern dieser Raum ist anpassungsfähig an verschiedene Bedürfnisse und dadurch resilient. Also widerstandsfähig, kann auch mit Krisen und Problemen anders umgehen. Aber das ist natürlich der Preis, den man dafür für diese Form von Freiheit zahlt. Er ist unbestimmt, er ist offen und er ist ein Stück weit auch unsicher. Es ist immer eine Riskanz. Man weiß nicht genau, was bei solchen Planungsprozessen, wie eben beschrieben, herauskommt. Man weiß nicht, was bei diesem Haus mit diesem kammartigen Struktur, was dazwischen gebaut wird, ob einem das gefällt oder nicht, welche Nutzungen da reinkommen. Das ist der Preis, den man für die Möglichkeit und das, die positive Kraft, glaube ich, zu zahlen bereit sein muss, dass wir auch mit Unbestimmtheit, mit Offenheit und ein Stück weit mit Unsicherheit leben müssen. Vielen Dank.